Schutzräume öffnen. Ist natürlich blöd. Dann müssen wir uns jetzt darauf erstmal konzentrieren, ne? Schon lange nicht mehr, ne? Wo ist denn hier was beschädigt? Das sind ja auch Einfangteams. Das lässt schon wieder nach, ne? Das lässt schon wieder nach, das ist gut. Dann machen wir erstmal die Schutzräume auf. Schließen die. Wo sind denn kaputte Gebäude, Leute? Ah, hier die Toilette unter anderem. Ja gut, dann müssen wir hier gleich mal gucken. Einmal. Wo ist noch was kaputt? Hier haben wir noch kaputt. Und wo noch? Wo denn zum Teufel noch? Hier. So. Sollte funktionieren. Produkt wurde transportiert. So, jetzt wird es natürlich ein bisschen schwierig wieder hier. Aber das ist okay. Ist okay. Das war nicht so lange, ne? Oh, die sind zufrieden. Sehr gut, das sieht man doch gerne. Fehlen doch immer noch welche, ne? Ah, hier kommt noch einer. Die sind alle hier. Okay. Tätigen alle noch Statusprüfung. Ein Zugang für Gäste. Ah, weil das hier kaputt ist. Wann ist denn das noch kaputt gegangen? Okay, das ist auch kaputt. Ja, das machen wir zuerst und dann das hier, ne? So, let's go. Hier ist auch noch was kaputt. Hä? Das kann gleich noch das andere Ranger-Team machen. Auf geht's! Kollege Schnürschuh. An die Arbeit. So.
Und wo sind wir jetzt stehen geblieben? Die sind dann aber auch zufrieden. Ist so vorauszusehen. Naja, und wir sind fast bei 4,5. Wir schauen jetzt mal, dass wir erst noch mal ein neues Gehege bauen, ne? Pflanzenfresser. Ein neues Pflanzenfressergehege. Beziehungsweise können wir ja auch erstmal noch die Fossilien weitermachen. Ne? Da sind wir stehen geblieben, genau. Aber wir haben doch gar keine zusätzlichen Plätze bekommen. Ach so, hier so, ne? Ja gut, dann ist das so. Hier 3 und 2. Ach, das ist ja wieder ein anderer, hä? Das ist der Diplodocus. Das ist Camaro. Der weg. Das ist Diplodocus. Das ist Diplodocus. Dann machen wir das so und so, ne? Nee. Nee. Gut, dann machen wir den Vierer hier, ne? So. Das kann gleich mal Bianchi machen und Murdoch muss noch in die Pause gehen. Nee, Quatsch. Falsches Gebäude. So, kannst dich endlich ausruhen, mein Guter? Aber nicht ewig rumlungern, ne? 2 Minuten 30 reicht. Kannst du schnell eine Stulle essen und dann geht's wieder los. Genau. Oh, das sehe ich nicht gerne. Das sehe ich nicht gerne. Das ist doof. Ja, wir sollten hier noch ein bisschen was machen, ne? Vielleicht Seilbahn. Na. Okay. Sollten wir sogar sagen. Mal, was ist denn, wenn ich. Ja, so weit kann ich es nicht machen. Hier könnte ich doch theoretisch, ne? Hier bekomme ich nichts hin. Hier ist auch schon Grenze, ne? Ist natürlich kontraproduktiv. Hier ist ja auch das Tor. Hm.
Ja, vielleicht sollten wir das noch mal ein bisschen anders positionieren, ne? Vielleicht sollten wir das noch mal anders positionieren. Das gefällt mir nicht so, ne? Okay, hier machen sie auch wieder Plus. Und hier auch. Tja. Warte mal, was ist denn, wenn ich hier... Hier bekomme ich nichts mehr hin, ne? Sei denn, ich würde das Tor wegmachen. Aber warte mal, ich habe eine andere Idee. Was ist, wenn ich die Seilbahn... hierhin bewege? Nicht funktionieren, ne? Wird nicht funktionieren. Nee, komm, ich glaube, die Idee verwerfen wir. Die Idee verwerfen wir. Das wird so nix, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Aber wir haben ja noch andere Möglichkeiten. Das war vielleicht so eine Beobachtungsplattform hier. Meinetwegen hier hinstellen, ne? So meinetwegen mäßig so. Oder vielleicht eher hier? Das könnte besser gehen, ne? Obwohl eigentlich erstmal genug abgedeckt ist. Ja, komm, wir gucken erstmal, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen was hinbekommen, ne? Leichter gesagt wie getan. Aber wir wollten uns ja erstmal auch um die Pflanzenfresser noch kümmern. So, da können wir ja hier wieder neue Fossilien extrahieren. So, die Plutokus machen wir erstmal weiter. Schon mal bei 79. Und hier sind wir dann bei 81, 83. Da kommt Javara. Dauert nur 53 Sekunden und wir schicken indessen, glaube ich, noch mal ein neues Expeditionsteam los.
Nee, komm, ich will erstmal den Diplodocus vollständig haben, bevor ich jetzt nochmal zum T-Rex fliege. So, hier Wang auf jeden Fall. Dazu. Und ja, komm, lass mal Bianchi mitfliegen. Gut, und wir kümmern uns in der Zeit um ein neues Gehege hier. So. Hier haben wir ein Hotel. Hier haben wir ein Hotel. So, eigentlich könnten wir erstmal sagen. Nein, das wollte ich nicht. Alter, nein. Ach so. Eigentlich wollte ich die Parktour auch noch ein bisschen weitläufiger gestalten, ne? Wie denn das am besten? Müssen wir uns auch noch mal Gedanken drüber machen. Oder wir machen natürlich noch eine zweite Parktour, ne? Dann schauen, das schauen wir uns dann mal an. Hier, ich denke mal, das ist der Langhals. So, dann gehen wir am besten hier lang. Können wir auch mal wieder werden. So, und dann können wir hier vielleicht... Na, das wollte ich nicht. Können wir hier vielleicht erstmal abschließen. Oder wir sagen natürlich, dass wir gleich bis ganz hinter gehen, ne? Aber vielleicht sollten wir zwischendurch immer mal noch ein bisschen Platz für Geschäfte und so weiter lassen. Für Attraktionen an sich. Das Wasser machen wir dann erstmal weg. Hier gehen wir richtig schön ran. An den Rand. Der Platz schön ausgenutzt ist. Hier können wir noch wieder ein bisschen Platz lassen, würde ich sagen. So. Dann ist das eigentlich schon mal ganz gut, würde ich denken. Wo ist der tote Saurier? Der muss weg. Nicht, dass hier Krankheiten reinkommen. Und Ceratosaurus.
Da müssen wir jetzt auch mal schauen, ob die noch zufrieden sind. Bis jetzt ja. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wie viel haben wir hier? 3 Stück. Und 3 Stück muss, glaube ich, die Mindestanzahl sein, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Da können wir hier mal ganz easy nachgucken. Das ist der hier. Genau, minimaler Bestand 3. Aber da sollten wir vielleicht auch noch mal gucken, dass wir uns da noch ein paar dazu holen wieder. Wenn die nicht allzu teuer sind. Ja gut, 231, ne? Das Genom ist aber modifiziert, ne? Genau. Die haben wir auch zufällig. Gut. Ja, das kann Jawara alleine machen, ne? Die ist ja gut ausgebildet. Und... gut, der Tote fliegt gerade weg. Also, mit dem Hubschrauber in die Verbrennungsanlage. Gut, genau, hier waren wir stehen geblieben. So, ich würde mal sagen, dass wir hier komplett vielleicht ein Gehege für Langhälse machen, ne? Ich denke mal, dass die auch ziemlich gut eben zusammenpassen. I don't know, ansonsten können wir uns ja da immer noch umentscheiden, ne? Aber vielleicht sollten wir ja erstmal ein bisschen was an Futter für die Großen eben hinmachen, ne? Pflanzenfaser und Baum. Gut, da können wir dann gucken, was sie brauchen, ne? Das ist auch okay. Und ich wollte das Wasser wegmachen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal so gut wie alles weg. Naja, hier haben wir jetzt wieder diese scheinende Struktur. Da müssen wir natürlich wieder Abhilfe schaffen. Noch ein bisschen Wasser, das ich vergessen habe. So. Gut, den Wald mache ich auch erstmal weitestgehend weg. Ja, obwohl ein bisschen können wir vielleicht stehen lassen, ne? Aber die Bäume hier gefallen mir erstmal überhaupt nicht. Auch mal weg und dann den Rest lassen wir erstmal so, ne? Gut, wir brauchen natürlich auf jeden Fall noch ein Tor, aber erstmal muss der Zaun erst noch mal fertig gebaut werden hier. So. Hier sieht es ja ganz gut aus, oder? Ja. Mehr oder minder? Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier mal weiter. Erstmal füllen wir hier auf. Dann noch weiter hier mit unseren Extraktionsarbeiten. So, das ist der Camarosaurus. Hier haben wir noch mal Diplodocus 87, Diplodocus 90.
Diplodoku ist 92, 93, ne? Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Gut. Das kann Ignition machen. Viel Spaß. So, und wir gucken hier gleich nochmal. Camarosaurus. Und hier haben wir nochmal Tyrannosaurus Rex. Den könnten wir jetzt auch holen. Aber weil die hier ein bisschen günstiger sind, werden wir uns erstmal den Camarosaurus holen. So, die Modi. Anja Düke. Ja, und Wang soll auch noch mal mitfliegen. So, weiter geht's. So, wie sehen hier die Geschäfte aus? Läuft. Paella läuft. Internationale Tees läuft. Schlüsselringe läuft. Wasser läuft. Ja, Wasser läuft, ne? Lol. Gut. Gut, gut, gut. Schutzbunker, wie sieht's denn da aus? 61%, wir brauchen ein paar Schutzbunker, ne? Brauchen unbedingt ein paar Schutzbunker, am besten auch hier hinten gleich noch ein paar hin. Naja, gut. Das ist jetzt ein bisschen... Und hier können wir mal die Straße weiterführen. Wir könnten dann hier hinten vielleicht auch noch irgendwas anbauen, ne? Die hier haben gar nichts dran, ne? Doch hier. Hm. Hier ging ja nichts hin. Keine Seilbahn, ne? Ja gut, aber wir machen hier erstmal mit den Pflanzenfressern weiter. Ja gut, hat sich ein kleines bisschen verschlechtert, aber ist kaum der Rede wert. Oh, was sind das hier? 640.000. Nice. So, haben wir Diplodocus auch noch? Hier haben wir nochmal Diplodocus. Das sind dann 98. Der Rest ist alles Camarosaurus. Ne, hier haben wir nochmal. Plus 6, dann hat er 100. Das ist gut. Das ist gut. Und dann machen wir den Zweier hier noch dazu. Und dann sind wir da auch schon mal einen Schritt weiter. Wir doch an die Arbeit. So. Und wir haben ja hier unsere Proceratosauren. Da müssen wir noch Eier auswählen. Sieht ziemlich gut aus. Lebenserwartung plus 30. Stark plus 30.
hier tolerant. Na ja, komm, den brauchen wir nicht. Und die anderen auch nicht. Den auch nicht. Wir nehmen die drei, das reicht zu. Ist schon, sind wir schon bei 1,1 Millionen. 1,1 Millionen. Und das kann die Modi machen. Hat sie was zu tun, ne? Gut. Das ist ein schönes Gehege hier. Da haben wir aber noch kein Tor drin. So, dann machen wir mal ein Tor rein. Das werden wir benötigen. Da kommt vielleicht... Na komm, wir machen es hier hin. So. Dann brauchen wir Wasser. Ein bisschen. Was wir mehr mittig platzieren. Was ist denn eigentlich mit Dekoration? Bringt das was? Ne, das bringt nichts. Ne? Außer eben die Optik. Aber... Ja gut, das sieht schon schön aus wahrscheinlich. Ne? Da müssen wir dann auch noch mal gucken. Aber ich glaube, da haben wir erstmal wichtigere Sachen zu tun. So. Ja, hier so schön so die Landschaft. Ne? Hier ein bisschen angehobeneres Terrain und hier so ein bisschen weiter unten. Das ist schon nicht schlecht. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein bisschen Wasser hin. Ach so. Dann machen wir hier noch mal ein bisschen hin, ne? Das sollte vielleicht lang. Gut. Dann können wir hier gleich mal gucken. Aber wir werden erstmal noch nach Fossilien gucken. Dass wir da noch mal ein bisschen Progress machen. So, da können wir jetzt eigentlich voll auf den Camarosaurus gehen. Plus 32 sind ja dann 50, 60 schon mal. Und den Zweier hier noch. Sehr gut. So, können wir doch gleich weitermachen. Und wir schauen uns jetzt mal an. Die Eier müssten ja fertig sein. Können wir den vielleicht noch freilassen? Oder die drei? Die habe ich hier vorne, ne? Sammle Produkt ein. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Unterwegs, um Produkt abzuholen. So, und dann gucken wir gleich mal, wie viel die Langhälse kosten. Also wie viel der in dem Fall der Diplodocus kostet. Hörner 12 ohne Modifizierung. Gut, dann machen wir zufällig pro Ei. Und hier dasselbe Spiel. Auf jeden Fall langlebig, ne? Geben wir mal 50%. Belastbar 1. Ja, tolerant. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das brauchen. Da machen wir lieber noch ein bisschen bei der Langlebigkeit, ne? So, dann haben wir da 100%. Das ist schon mal, das gefällt mir schon mal ganz gut. Und dann weisen wir hier mal die Wissenschaftler zu und gucken, dass wir hier
vorankommen, ne? Ist ja gar nicht mal so teuer, der gute. Weihraum, Wasser, Früchte, Baum. Und, naja, doch ziemlich viel Wald. Ja. Okay. Erstmal synthetisieren. Shavara zusammen mit Anja Düke. 38 Sekunden. Und wir können uns schon mal. Das ist noch nicht so weit. Wald. Na gut, wir haben ja erstmal jede Menge Wald, da müssen wir dann mal schauen. Und Früchte, Baum. Pflanzenfasernbaum, Blätterbaum. Ah, okay. Früchte, Bohnen. Früchte, Baum. Früchte, Baum, Blätterbaum. Produkttransport wird durchgeführt. Mal, glaube ich, von jedem ein bisschen. Ach Quatsch, was mache ich denn? Produkt wird transportiert. So, dann machen wir hier von auch noch ein bisschen. Bestätigt. So, und dann schauen wir mal, ne? Was die Saurier dazu sagen. Hier ist ein Toter. Oh mein Gott. Ah, hier. Jetzt geht's bei denen wieder los. Parasaurolophus. Produkt wurde zugestellt. Zur Abholung des jetzt. Produkts unterwegs. Gut, okay. Er ist betäubt. Wegen Fahrzeuggefährdung. Gut, Parasauro hat mal reichlich gehabt. Bereit zum Ausbrüten. Sind bloß zwei. Bei einer kostet 625, ne? Hier Shavara, die habe ich gesucht. Ach nee, Quatsch. Nee, die habe ich nicht gesucht. Wir machen mal Murloc zusammen mit Modi. Und ich würde sagen, Leute, wir machen an dieser Stelle Feierabend.
Produkttransport im Gange. Mit einem kleinen Cliffhanger zu den Diplodokussen. Ist doch so, ne? Diplodokus war doch das. Genau. So, Kamarosaurus sind wir dabei. Das Genom zu vervollständigen. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid auch genauso gespannt auf die nächste wie ich. Und wenn das so ist, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben, wa? Ihr wisst das. Kommentiert wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast, um nichts Neues zu verpassen. Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jedes neue Video informiert, indem du eine Benachrichtigung bekommst und das alles völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick für dich. Bleibt mir gesund, meine Freunde, und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao, euer Jens.